Um eine Bewegung zu beschreiben, reicht es oft, den beweglichen Körper durch einen einzigen Punkt zu modellieren. Diesen Punkt nennt man dann Massepunkt. Zum Beispiel können wir die Sonne durch ihr Zentrum ersetzen, so. So haben wir hier den Massepunkt Sonne. Dasselbe machen wir für die Erde. Wir ersetzen die Erde durch ihr Zentrum E. Und dasselbe machen wir auch für den Mond. Dieses Modell Massepunkte reicht, um diese Bewegung des Mondes zu beschreiben.